Yo, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin's wieder, euer Nico Pomme, und ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ja, wir spielen heute eine Runde Skywars, 8 Minuten Runde, ich glaube es war 8x3 oder sowas. Okay, dass sie gerade aus das würde Chaos hacken, macht aber nicht. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass ich die Streams hochgeladen habe, für die, die nicht da waren oder da sein konnten. Die Videos gibt es jetzt auf meinem Kanal nochmal zum Nachschauen, den gesamten Stream, komplett alles. Also wenn ihr darauf Bock habt und ihr sagt, Mann, ich war nicht da, Menno, dann, ja, könnt ihr auf jeden Fall euch den nochmal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Und der Vorteil, ihr könnt sogar mein dummes Gelaber überskippen. So. was gibt's noch zu sagen? Achso, wenn der 2-Stunden-Stream, den wir gemacht haben, noch die 100 Aufrufe knackt, dann streame ich freitags und samstags. Aber jetzt gibt's erstmal Action. Ja, weil das dann ganz schön eng wurde, habe ich mich dann erstmal verzogen, um halt nicht zu sterben. Leider sind Husky und Chaos, meine Teampartner, dabei draufgegangen. Ja. Was ich gerade sagen wollte, ich werde dann wahrscheinlich nochmal Freitag und Samstag streamen, wenn der Stream, der 2-Stunden-Stream, die Wiederholung quasi, 100 Aufrufe hat. Wenn nicht, dann nur Samstag. Mal gucken. Und was ich jetzt mache, keine Ahnung. Really, nigga? Der Friedensnobelpreis ist mir auf jeden Fall sicher mit dieser Aktion. Ja, und der Kollege sollte eventuell mal zum Optiker gehen. Ich meine, ich habe jetzt auch gesneakt, aber also da sind Holzblöcke und die baut man nicht ab. Wirklich? Ernsthaft jetzt? Aber ist egal. Mein Glück war das. Und ja. Als sich dieser Kollege mit der vollen Dia-Rüstung, während ich noch eine goldene Rüstung hatte, dann vollgeheilt habe, habe ich dann die Biege gemacht. So wie Uri Geller. ja. Aber was dann jetzt danach passiert, ist auf jeden Fall krass. Also geht auf jeden Fall gut nach vorne. Aber das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch selber angucken, oder das heißt wahrscheinlich, ihr könnt es euch jetzt selber angucken. Viel Spaß dabei. Ja, nachdem ich dann den einen Kollegen Deckard und mein Inventar aussortiert hatte, kam dann der nächste und wollte auch mal wissen, wie der Hase läuft.
Ja, kurzer Einwand jetzt, das war ja mal wohl die Baba-Aktion des Jahres, die jetzt kommt. Also wenn die Aktion keinen Daumen nach oben wert, weiß ich es auch nicht. Dann viel Spaß beim Weitergucken. Surprise, motherfucker! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, daraufhin folgte aussortieren und die Sachen geiern, die ich dann von werten Kollegen geschenkt bekommen habe. Ganz freiwillig natürlich. Daraufhin in der Mitte angekommen, musste ich dann leider erfahren, dass die restlichen 5 Spieler auf dieser Insel waren. Und alle irgendwie was gegen mich hatten, was nicht so gut war für mich. Aber seht es euch selber an.